Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist Molly. Ich möchte heute wieder ein super einfaches, schnelles Rezept mit euch teilen, was ihr sehr gut vorbereiten könnt, ohne dass ihr den Backofen anschmeißen müsst oder die Herdplatte anschmeißen müsst und was trotzdem sehr, sehr lecker schmeckt. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich heute mit euch ein veganes Tiramisu mit Spekulatius und frischen Beeren machen möchte, was durch den Spekulatius super winterlich und weinerlich. Manchmal weiß ich auch wirklich nicht, was ich eigentlich, wie habe ich eigentlich, warum kann ich eigentlich, wie zur Hölle spreche ich eigentlich, wenn ich nicht mal einen ganz normalen Satz gerade kriege. Ich würde sagen, ich finde, dass das Tiramisu gerade durch den Spekulatius-Keks sehr winterlich und weihnachtlich schmeckt. Und wenn ihr euch dafür interessiert, wie ich dieses kleine Tiramisu gezaubert habe, bleibt auf jeden Fall dran. Alle Zutaten findet ihr nochmal in der Infobox verlinkt. Und ohne dass wir weiter groß rumquatschen, fangen wir doch einfach mal an. Ganz viel Spaß beim Zugucken. Als Utensilien brauchen wir auch dieses Mal nicht viel. Bitte holt euch ein paar Gläser, also je nachdem wie viele Portionen ihr macht, pro Person ein Glas, ein sauberes Glas. Das kann ein kleines Einwegglas sein. Ich habe jetzt ganz normale Gläser hier genommen, das wollte ich euch im Vorfeld nur sagen. Ihr braucht also irgendwie saubere kleine Behälter, in die ihr die Portionen füllen könnt. Davon abgesehen gehen wir jetzt einmal die Zutaten durch. Und zwar brauchen wir für unser veganes Tiramisu zunächst eine Packung Gewürzspekulatius, 100 ml Kaffee, eine Packung Sojajoghurt, eine Packung frische Himbeeren, eine Packung frische Blaubeeren und 4 Esslöffel Vanillezucker. Und schlussendlich brauchen wir zum Dekorieren auch noch Zimt. Zuallererst könnt ihr eine Tasse frischen Kaffee brühen und den schon mal abkühlen lassen. Sobald der Kaffee etwas abgekühlt ist, könnt ihr anfangen, die Gewürzspekulatius in den Kaffee ganz kurz einzutunken und dann in eine Schüssel zu legen. Wenn ihr die Kekse alle eingetunkt habt, könnt ihr die miteinander zerbröseln. Da kommt dann so eine kleine punchige Masse bei raus. Wie gesagt, die Spekulatius-Kekse dürfen nicht allzu lange eingetaucht werden, sonst werden die zu feucht. Wirklich nur einmal ganz kurz in den Kaffee und wieder raus, damit die noch eine etwas keksige Konsistenz behalten. Dann nehmen wir uns unseren Sojajoghurt und unseren Vanillezucker und vermischen das Ganze miteinander. Die Beeren habe ich dann in der Zeit natürlich abgewaschen und dann können wir aber auch schon anfangen, unser veganes Tiramisu zusammenzustellen. Und zwar nehmen wir uns da unsere Spekulatius-Kaffeemischung und geben in das Glas zunächst etwas von dieser Keks-Kaffeemischung unten rein und drücken das etwas mit einer Gabel oder einem Löffel unten fest. Dann packt ihr schon die erste Schicht Beeren drauf, also die Himbeeren und die Blaubeeren. Und darauf kommt dann unsere Sojajoghurt- und Vanillezuckermischung. Dann gebe ich nochmal eine Schicht von den Kekskrümeln drüber, um dann wieder ein paar Beeren drüber zu geben. Dann dekoriere ich das Ganze mit etwas Zimt. Und wenn ihr wollt, dass das Ganze besonders gut schmeckt, könnt ihr das die nächsten 2 Stunden lang in den Kühlschrank stellen. Und fertig ist dann auch schon unser veganes Tiramisu mit Spekulatius-Keksen und frischen Beeren. Und es hat wirklich einen ganz herrlichen, außergewöhnlichen Geschmack durch die Keksmischung, durch die frischen Beeren. Ist es weder zu süß noch zu sauer, also genau richtig. Und es macht durch die kleine Dekoration dann doch irgendwie schon auch etwas her. So ihr Lieben, so schnell und einfach kann es gehen. Ich hoffe, euch gefällt das Rezept. Wenn ihr es ausprobiert, schreibt mich doch gerne mal an. Ich würde wirklich gerne wissen, ob es euch genauso gut schmeckt wie mir. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächsten Runden mit euch. Bedanke mich dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.